Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute werde ich mich mit Dr. Rachel Salamander unterhalten. Sie hat hier in München eine jüdische Buchhandlung und sie ist auch sehr aktiv, was das kulturelle Leben in unserer Stadt anbelangt. Ja, Rachel Salamander, schön, dass wir mal in Ihrer Buchhandlung vorbeischauen können. Eine Buchhandlung mitten in der Stadt, am Jakobsplatz. Wie hat sich die Buchhandlung entfalten können? Denn so lange gibt es sie ja noch gar nicht hier. Nein, also nicht am Jakobsplatz im Jüdischen Museum. Wir waren ja vorher, die Literaturhandlung ist ja schon 1982 entstanden. Und als das Museum hier aufmachte und überhaupt das jüdische Zentrum ins Herz der Stadt kehrte, da habe ich gedacht, da gehöre ich auch hin. Und das hat sich sehr gut ergeben, die Zusammenarbeit mit dem Museum. Und Sagen Sie, nach welchen Kriterien wählen Sie denn jetzt hier die Bücher aus, die hier ausliegen? Von Anfang an war unser Sortiment auf Literatur zum Judentum angelegt. Und es wird alles, was das jüdische Leben betrifft, versucht darzustellen. Einerseits Stadtgeschichte, andererseits überhaupt Geschichte, jüdische Religion, Riten und natürlich die Literatur. Aber wichtig ist das Thema, nicht so sehr der Autor, ob der Autor jetzt Jude ist oder nicht, hauptsächlich steht im Mittelpunkt des Themas. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Ich meine, man ist ja im Leben dann irgendwann mal an einem Punkt, wo man sich überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Sie haben sich jetzt entschieden, hier in München eine Buchhandlung mit dem jüdischen Thema zu installieren. Warum? Als ich angefangen habe, eben Anfang der 80er Jahre, war eigentlich gerade so ein Umbruch in den Generationen. Also die zweite Generation von jüdischen Menschen hier in Deutschland hat irgendwie begriffen, dass sie in Deutschland bleiben wird. Also wir sind ja so erzogen worden, dass die Eltern immer gesagt haben, Deutschland ist nur Durchgang, ist eigentlich nur Provisorium. Aber wir haben dann ja hier unsere Sozialisation durchgemacht, haben hier studiert, sind hier in die Schule gegangen, sodass Deutschland ja unsere Heimat geworden ist. Und eben gerade als meine Generation kapiert hat, dass sie hier bleibt, mussten wir irgendwie unser Leben in die eigene Hand nehmen. Und da habe ich, jeder hat anders reagiert. Ich habe einfach gemerkt, dass von diesem wirklich großen Reichtum jüdischer Kultur und jüdischer Geschichte nichts mehr da ist. Da war eine unheimliche Leere. Es gab keine Literatur, es gab keine Schulbücher. Es gab Anfang der 80er Jahre noch gar nichts. Und in diese Leere, die habe ich als Herausforderung angenommen und habe gedacht, ich muss zumindest, wenn es Literatur gibt, alles nochmal vom Judentum an die Oberfläche bringen, was sich in Büchern darstellt. Bevor wir darüber sprechen, was diese Buchhandlung auch für München bedeutet, finde ich die Frage eigentlich auch ganz interessant, weil Sie sind ja aufgewachsen in diesem Camp für Displaced People, also da, wo Juden eigentlich darauf gewartet haben, auszureisen und entweder nach Israel zu reisen oder nach Amerika zu reisen. Sie konnten das damals nicht aufgrund Ihrer kranken Mutter. Haben Sie sich mal überlegt, was mit Ihrem Leben passiert wäre, wenn das doch funktioniert hätte und Sie in Israel aufgewachsen wären? Ja, ich habe mir immer überlegt, wie mein Leben ausgesehen hätte, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist. Also zum Beispiel wäre ich ja, wenn das Nazitum nicht gekommen wäre, irgendwo in einem polnischen Städtel, irgendwo in Galizien geboren und hätte da mein jüdisches Leben verbracht. Ich habe mir auch überlegt, wie es wäre, wenn ich in Amerika aufgewachsen wäre. Hätte ich sicherlich nicht so sehr wahrscheinlich bewusst jüdisch leben müssen, sage ich jetzt mal, wie hier in Deutschland an dem Ort, von dem die schreckliche Geschichte des Dritten Reiches ausgegangen ist. Oder wenn ich in Israel gelebt hätte, hätte ich diese Last persönlich als Geschichte nicht in der Form aufarbeiten müssen. Aber wenn Sie jetzt rückblickend sich die letzten Jahrzehnte anschauen und überlegen, was ja auch durch Ihre Tätigkeit hier sich auch in München hat entwickeln können, ist das ein positives Fazit, was Sie ziehen und sagen, ein Glück, dass es so für mich dann doch gelaufen ist, weil Sie eben diese Veränderung mit einleiten konnten?
Ja, also ich denke, dass dieses Projekt Literaturhandlung ist ja mehr als nur Buchhandlung. Es war ja eine der ersten Orte und Foren, wo sich Juden und Nichtjuden durch die Veranstaltungen und durch die Gespräche getroffen haben. Es hat sich in dieser Zeit, in diesen fast 30 Jahren, unheimlich viel verändert. Es sind ja schon fast zwei Generationen. Als ich aufgemacht habe, war größte Befangenheit eigentlich zwischen den Gesprächspartnern da. Heute, wenn ein Schüler, was ja reinkommt und fragt, ich muss meine Facharbeit über ein bestimmtes Thema, nennen wir es mal Hiob im Alten Testament schreiben, was kriege ich für Literatur, dann ist das für den selbstverständlich. Der kommt in eine Buchhandlung, die spezialisiert ist auf Judentum. Vor 30 Jahren war das ein ungeheures Novum. Das sehen wir ja auch jetzt, also gerade wieder eine Schulklasse, die hier bei Ihnen durchgeht. Diese Entwicklung haben Sie natürlich auch hautnah mitgekriegt. Dieses, wie gehen Juden und Nichtjuden miteinander um, gerade in der Hauptstadt der Bewegung in München. Das ist ja wahrscheinlich ganz schwer, kurz zusammenzufassen. Aber wie würden Sie sagen, hat sich das in den letzten Jahrzehnten dann doch angenähert? Also ich kann berichten von den Menschen, die mich so seit Beginn der Literaturhandlung begleiten, dass eine gewisse Befangenheit und Scheu, mit dem Thema Judentum umzugehen, wirklich gewichen ist und das Gespräch sehr viel offener geworden ist. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass durch das Aktivwerden meiner Generation überhaupt das Jüdische im öffentlichen Bewusstsein ja ganz stark in den Vordergrund getreten ist. Also man hat ja, es gab Phasen, da verging ja kein Tag in den Medien, wo nicht das Jüdische irgendwo präsent war. Also das hat schon einen ganz großen öffentlichen Charakter bekommen. Ich sehe jetzt, die Entwicklung geht wieder in eine andere Richtung hin und denke, dass das jetzt wieder mit dem Generationenwechsel wieder eine Veränderung eintritt. Greife ich natürlich gerne auf, wenn Sie sagen, dass die Entwicklung jetzt wieder in eine andere Richtung geht. Man muss ja feststellen, ich weiß nicht, ob Sie das damit jetzt gemeint haben, dass eben auch gerade im Zentralrat ein Alterswechsel irgendwann jetzt stattfindet, also Frau Knobloch hört auf, ja. Und da kommt jetzt eine neue Generation ran, die also mit dem Holocaust selber nicht in Berührung gekommen ist, eben mit den Eltern natürlich, die das durchlebt haben. Aber was muss denn jetzt die nächste Generation weiterführend tun, damit es eine weiter positive Entwicklung hat? Es ist natürlich ein gegenseitiges Verhältnis. Also es ist ja nicht sozusagen auf der jüdischen Seite das Erreichte jetzt in die nächsten Generationen hineinzutragen und zu bewahren. Das ist ein gesamtgesellschaftliches, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von Juden und Nichtjuden hier in Deutschland. Aber es ist natürlich so, dass wir jetzt in dem Prozess sind, dass die Zeitzeugen langsam von uns gehen und dass überhaupt die Frage jetzt sich stellen wird, wie bewahrt man diese Geschichte und wie soll das Gedenken weiter aussehen, wenn die Authentizität der Zeugen nicht mehr da ist. Aber insgesamt, glaube ich, verändert sich jetzt im Moment das deutsch-jüdische Verhältnis dahingehend. Jede Generation seit Kriegsende hat ja eine gewisse Funktion erfüllt, sage ich jetzt so. Also die Elterngeneration, also unsere Väter, die waren natürlich ganz stark noch im Geschehen involviert, aber von nichtjüdischer Seite, von der Bundesregierung her, waren die Juden natürlich sehr wichtig, um wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden. Das heißt, der Umgang mit den Juden hat nach außen hin gezeigt, wie demokratisch Deutschland geworden ist. Meine Generation hat eine andere Funktion gehabt. Wir haben eigentlich wirklich diesen Prozess der sogenannten Aufarbeitung vorangetrieben. Also wir haben uns ja ewig die Köpfe eingeschlagen und haben uns den Mund wund geredet. Und jetzt geht es in eine andere Phase. Sind Sie der Meinung, dass Deutschland als Ganzes zufrieden sein kann, was die Aufarbeitung des jüdischen Themas anbelangt? Also bis jetzt würde ich sagen, ist viel passiert in Deutschland. Also es gibt kaum ein Land, das sozusagen mit so einer großen Schuld
behaftet, so viel gemacht hat, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt ja innerhalb der Literatur keinen einzigen Aspekt, der nicht behandelt worden wäre. Also jeder, der will, der könnte hier medial sehr stark aufgearbeitet. Also ich denke, da ist viel passiert. Aber ich sehe auch jetzt das Problem, dass wir im Prinzip die Funktion der Aufarbeitung erfüllt haben. Und wenn die Zeitzeugen verschwinden, wird es noch mal stiller werden. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, sich zu fragen, was für eine Funktion, wie wichtig sind die Juden für Deutschland heute noch? Und ich sehe da eher, dass wir da so langsam eher in eine defensive Position rutschen. Hat vielleicht was mit Normalität dann zu tun, aber ich habe noch nicht genau das Gefühl, wohin es dann geht. Ist ja aber auch eine Herausforderung, natürlich an alle in Deutschland, klar, aber da Sie ja nun auch sehr stark die jüdische Seite vertreten, eine Herausforderung, die Sie jetzt auch von der Generation nach Ihnen in der jüdischen Gemeinde sehen. Also what is the purpose? Was ist der Sinn jetzt sozusagen als jüdische Gemeinde sozusagen nach Ihnen, was soll da geschehen? Was soll da geschehen? Also das ist die wirklich große Frage, weil wir das Judentum, das jetzt in den nächsten Generationen kommt, ist ja nicht mehr das Judentum, das wir waren. Also ganz blöd gesprochen, einstiges deutsches Judentum gibt es nicht. Wir, die wir ja auch von ganz woanders her kommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist wieder ein Judentum, das erst nach dem Krieg hier Fuß gefasst hat. Und jetzt durch die Einwanderung der Juden aus den ehemaligen Gussstaaten ist wieder ein völlig neues Judentum entstanden. Das ist vielen gar nicht klar. Das ist eigentlich nur noch 11% deutsche, genau, Juden, genau. In Deutschland. Deutsche in Anführungszeichen, weil zu denen gehören wir ja. Ja, obwohl Sie eigentlich mehr zu den osteuropäischen, ja, Juden gehören, die nach Deutschland dann nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind, genau, und die eigentlich über Jahrzehnte hier die Mehrheit der Juden in Deutschland gebildet hat. Sie werden jetzt aber ganz deutlich übertroffen von den russischen Juden, die jetzt nach Deutschland in den letzten 15 Jahren vielleicht gekommen sind und die jetzt auch hier irgendwann mal wahrscheinlich an Wichtigkeit auch in ihrer Gemeinde gewinnen werden. Ja, ganz zweifellos. Ich finde es immer so komisch, wenn wir hier in der Gemeinde immer noch sprechen, wir müssen sozusagen 89% der Gemeindemitglieder integrieren. Ich meine, 11% müssen jetzt 89 integrieren. Das ist ein bisschen schieflastig. Aber dieses Judentum eben unterscheidet sich so grundlegend von uns. Die meisten kommen ja nicht aus dem Holocaust-Hintergrund. Einerseits haben damit ein anderes Gedächtnis, sollen aber zukünftig das Gedenken daran bewahren. Zum anderen haben viele dieser jetzt eingewanderten Menschen natürlich das Judentum in der Form, wie wir es gelebt haben, noch nie gelebt. Sie kommen nach München oder nach Deutschland, müssen anfangen, eigentlich nicht nur sich in die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, sondern überhaupt im Gemeindeleben zu lernen, was Judentum ist. Und es ist eine Mehrfachbelastung und ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele dabei bleiben werden. Was würden Sie denn jemandem sagen, der jetzt mal dem Vorstand der jüdischen Gemeinde den Vorwurf macht, warum ist niemand aus der russischen Gemeinde, von den russischen Übersiedlern mit im Vorstand, übernimmt mit Verantwortung? Das fehlt ja im Moment noch. Also 2-3 Leute von 15 gibt es schon im Vorstand. Das Problem ist, nach den Mehrheitsverhältnissen sollte es so sein, wenn es demokratisch zuginge oder geht. Mhm. In Berlin haben wir nur gesehen, dass viele von diesen Einwanderern noch nicht in der Lage sind, Ämter zu übernehmen. Auch Demokratie muss gelernt werden. Es muss vieles gelernt werden, wenn man in eine neue Lebenswelt einsteigt. Aber das ist eine Frage der Zeit. Es ist wirklich eine Frage der Zeit. Es dauert vielleicht noch eine Generation. Ich weiß noch, als wir nach München kamen, war uns ja auch alles sehr fremd, bis man da einsteigt. Aber vielleicht noch ein Satz. Auch die deutsche Gesellschaft hat eine Pflicht gegenüber diesen Einwanderern. Ich meine, es ist eine bestimmte Quote, damals verabredet worden vom Zentralrat mit der Bundesregierung, wie viele
Einwanderer, jüdische Einwanderer kommen können. Und die deutsche Gesellschaft muss eigentlich sehr viel mehr tun für diese Einwanderer, als sie tut. Man kann das nicht den jüdischen Gemeinden allein überlassen. Also ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft, gerade was die Integration von Ausländern, da brauchen wir jetzt nicht über jüdische Einwanderer aus Russland sprechen, sondern allgemein, dass wir da im Vergleich auch zu anderen Ländern Defizite haben. Also das glaube ich, da haben Sie völlig recht. Nur die jüdische Gemeinde muss natürlich auch sich überlegen, wie sie die Juden aus Russland integriert, die vielleicht auch gar nicht so religiös sind und sich eigentlich zu der Religion gar nicht so zugehörig fühlen, oder? Völlig richtig. Es gibt natürlich Kurse und es gibt Sprachkurse und es gibt Religionsunterricht. Aber wissen Sie, es kommen ja diese russische Einwanderung oder sagen wir es mal, die aus Osteuropa sind ja nicht nur Russen da, sondern sind ja auch überhaupt aus Osteuropa, ist ja eine hochqualifizierte eigentlich. Ja. Das ist für Deutschland ja eine wirklich wertvolle Einwanderung. Das bedeutet, die Leute kommen mit akademischen Abschlüssen oder Berufsabschlüssen und können hier nicht arbeiten. Man weiß ja, dass jede Integration sehr viel einfacher läuft, wenn man im Berufsleben irgendwie mit einsteigen kann. Und da sehe ich ein ganz großes Defizit. Die Gemeinden müssen natürlich ihre Aufgabe erfüllen, wenn die Leute jüdisch sind. Sie sind ja freie Menschen jetzt nach Deutschland gekommen. Sie müssen ja auch nicht Juden werden. Aber wenn sie es wollen, muss man da natürlich jede Unterstützung zur Verfügung stellen. Sie sind ja für München eine kulturelle Institution, auch mit dem, was Sie machen. Jetzt hat man darüber auch mal nachgedacht und man hat es Ihnen auch angeboten, Kulturreferentin zu werden. Viele hat es gewundert, dass Sie gesagt haben, dass Sie das nicht machen wollen. Warum eigentlich nicht? Kam damals irgendwie biografisch für mich etwas zu früh. Ich war ja noch so richtig schön im Aufbauen. Ich habe ja dann noch mehrere Filialen der Literaturhandlung eingerichtet. Und das war für mich ein ganz wichtiges Lebensprojekt oder ist es nach wie vor noch. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich in dieser Stadt was machen möchte, kann ich das? Dann muss ich nicht Kulturreferentin sein und ich muss mich nicht mit Verwaltung herumschlagen. Und ich kann, wenn ich gute Ideen habe und Aktivität entwickle, dann habe ich den Platz. Mal weiter über Ihre Karriere, um weiter über Ihre Karriere zu sprechen, da gibt es auch den einen oder anderen, der sich Gedanken darüber macht, was denn jetzt passiert mit Frau Knobloch, wenn sie dann hier in München auch aufhört, als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu agieren. Da gibt es auch den einen oder anderen, der dann automatisch sagt, da sind Sie für geeignet. Rachel Salamander müsste das machen. Können Sie sich das vorstellen? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich nicht in die Politik gehen möchte. Ich möchte sehr viel mehr inhaltlicher arbeiten als nochmal einen Beamtenweg oder einen Verwaltungsweg einzuschlagen. Ich möchte gerne inhaltlich arbeiten. Mir ist das Leben mit den Büchern und den Autoren und der Literatur und den Debatten sehr wichtig. Also insofern, ich bin vielleicht auch gar nicht so diplomatisch. Ich könnte das vielleicht auch gar nicht, wenn ich mich über was ärgere, muss ich es rauslassen. Und ich glaube, da sollte man etwas diplomatischer sein, als ich es bin. Aber vielleicht wäre das der neue Weg, weil wir uns ja vorhin Gedanken gemacht haben, was muss der nächste Schritt sein? Da ist ja eine streitbare Person vielleicht gar nicht schlecht an einer solchen Position. Ja, aber Sie müssen ja überall in Deutschland, ob es im nicht-jüdischen Parteienwesen oder in der jüdischen Infrastruktur ist, Sie müssen ja überall auch dann noch eine Ochsentour machen. Sie müssen sich ja irgendwie wählen lassen und dann aufstellen lassen und Unterschrift. Nee, das ist alles nichts für mich. Ja, aber man muss sich einfach erstmal aufstellen lassen und dann kann man ja gucken, was passiert. Ja, nein. Aber das Thema, was passiert und inwieweit das alles schon jetzt vorbereitet ist und vielleicht auch schon zu diesem Zeitpunkt hätte besser vorbereitet werden sollen. Darüber möchte ich im zweiten Segment gerne mit Ihnen sprechen. Das machen wir. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Salamander, jedes Politiker, Wirtschaftsführer, alle, die irgendeine Gruppe führen von Menschen,
wenn die in ein gewisses Alter kommen, müssen die ja eigentlich, wenn sie es richtig machen, meiner Meinung nach, sich Gedanken darüber machen, wer macht es nach mir. Es gibt so Beispiele in der bayerischen Politik, da wurde das hier und da nicht anständig gemacht und darunter hat dann die Partei länger gelitten. Auch auf Bundesebene hat die Union unter Kohl das auch nicht bedacht. Wie sieht das Ihrer Meinung nach in der jüdischen Gemeinde aus? Wird da genug drüber nachgedacht, wie es dann später weitergeht? Das glaube ich nicht. Also ich denke, dass das als naturwüchsig hingenommen wird, dass es Ablösung gibt, Ablösung gibt, Ablösung gibt. Ich nehme an, also im Zentralrat stehen wir ja jetzt vor einem Generationenwechsel. Ich denke, dass die nachfolgen werden, sich natürlich schon überlegen, wie sie ihre Amtszeit ausfüllen werden. Aber öffentlich ist es ja noch überhaupt nicht diskutiert worden, obgleich ja das Judentum sich im Moment sehr stark verändert und sozusagen das Judentum auch gesamtgesellschaftlich jetzt mit anderen oder neuen Dingen konfrontiert ist. Also innerjüdisch sehe ich nicht, dass irgendwelche besonderen Debatten geführt werden. Immer das Gleiche natürlich. Erstens, wie kann man das Erreichte bewahren? Also einerseits das Jüdische weitergeben, dass es Bestand hat. Andererseits aber auch, was man innerhalb der Gesellschaft errungen hat. Und da muss weiter gesprochen werden. Denn die Ablösung im Zentralrat, die hat ja die Präsidentin quasi durch die Presse erfahren. Es ist ja quasi von den Stellvertretern so Druck gemacht worden, dass es dann zu diesem Ende in ein paar Monaten kommt. Finden Sie, dass das richtig gemacht worden ist? Also ich muss dazu sagen, ich habe auch alles nur aus der Presse. Ich weiß jetzt nicht, ob alles, was da drin steht, eigentlich stimmt, ob es nicht doch anders gelaufen ist. Aber Tatsache ist natürlich, dass der ganze Vorgang irgendwie sehr unangemessen war. Weil ich meine, Frau Knobloch hat sich ja damals im Notfall sozusagen, als Herr Spiegel krank wurde, zur Wahl gestellt und hat die Herausforderung angenommen. Sie hat ja auch in München hier sehr viel erreicht. Der Umgang mit dieser Ablösung war nicht unbedingt jetzt mein Geschmack, aber ich glaube, jeder Politiker, das gehört eben auch dazu, dass man sich dann, da darf man nicht empfindlich sein und da muss man drüber stehen und das muss dann geschluckt werden und muss ins Positive gewendet werden. Nur wenn man daraus jetzt lernen möchte und man sieht, dass es in München vielleicht dann auch zu einem solchen Wechsel kommt, wäre es da nicht sinnvoll, das vorzubereiten und zu sagen, das ist mein Nachfolger? Denn ich meine, dass Frau Knobloch viel erreicht hat. Wir sitzen hier im Jakobsplatz, wir brauchen uns nur umzuschauen. Das ist eine riesige Leistung und die wird ihr auch immer, die wird ihr keiner nehmen. Und würde sie sich nicht selber da auch einen Gefallen tun, wenn sie diesen Wechsel mit aktiv betreiben würde? Auf jeden Fall. Wissen Sie, die größten Leistungen gehen oft oder verschwinden oder lösen sich in nichts auf, weil die Generationenfrage nicht geklärt ist. Also es gibt wunderbare Verlage, wo plötzlich kein Nachfolger da ist und wo die größte Kulturleistung von einem halben Jahrhundert verschwindet. Natürlich ist es wünschenswert, aber es ist ja, man kann ja nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Die Zusammensetzung der Gemeindemitglieder ist relativ unübersichtlich im Moment. Also es wird ja immerhin noch gewählt und die Gemeinde, der Vorstand wird gewählt. Aus dem Vorstand heraus wird dann die Spitze gewählt. Das sind so Sachen, da muss vorher viel mehr Öffentlichkeitsarbeit auch in die Gemeinde hinein gemacht werden. Wir haben ja verschiedene Gruppierungen, jetzt unabhängig von denen, die aus Osteuropa zu uns gekommen sind, spaltet sich das Judentum ja auch wieder auf in verschiedene Richtungen. Und
da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie sich die Gesellschaft jetzt hier auseinanderdividieren wird. Das ist ein eigentlich ganz normaler Prozess. Das schließt ja eher an das an, was vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland war. Und die Meinungsbildung der verschiedenen Gruppierungen muss ja damit einbezogen werden. Wenn Sie sich jetzt mal aus Ihrem Kernkompetenzbereich, also was Literatur und überhaupt Kultur anbelangt, sich mal vor Augen führen, wie sich also zum Beispiel die Filmwelt, die jüdische in Deutschland weiterentwickelt hat. Sehen Sie da einen neuen Weg, der also jetzt wirklich auch was Neues zu sagen hat? Sie meinen jetzt in der Literatur oder in der Kultur? Und im Film. Also ich bin da etwas skeptisch. Ich bin ehrlich gesagt auch etwas enttäuscht, denn ich habe gedacht, wenn wir jetzt so unsere Generation, da gab es ja doch einige, die sich lautstark zu Wort gemeldet haben, also publizistisch, ich denke an Henrik Broder oder literarisch, ich denke an Barbara Honigmann oder Robert Schindel und wie sie alle heißen oder Maxim Biller. Und ich habe gedacht, das ist wieder so ein Weg, wo eine Spur gelegt wird, wo jüdische Leute ihren Beitrag zur Kultur, zur deutschen oder jüdischen Kultur leisten werden. Ich sehe jetzt nach dieser Generation kaum jemanden in dem öffentlichen Kulturleben, der künstlerisch tätig ist. Also es gibt natürlich eine sehr nette, witzige Autorin, die Lena Gorelick jetzt, die aus diesem Pool der Kontingentflüchtlinge kommt, bestes Deutsch schreibt, schon hier eigentlich völlig zu Hause ist. Oder jetzt gibt es diesen Komiker, den Pollack, der jetzt so in die Szene tritt. Der sehr harte Witze auch über Witze. Juden macht. Und wie kommt denn sowas eigentlich in der jüdischen Gemeinde an, wenn also einer wirklich quasi sozusagen auch über die Shoah das mit in sein Repertoire mit einbezieht und die Leute plötzlich zum Lachen animiert, obwohl das Lachen natürlich teilweise auch im Halse stecken bleibt? Aber wissen Sie, alle, die hier künstlerisch oder literarisch oder filmisch tätig sind, machen ja ihre Sachen eigentlich nicht fürs jüdische Publikum, sondern für das nichtjüdische Publikum. Sonst könnten sie gar nicht existieren. Es gäbe gar nicht genügend Leute, die sich damit von unserer Seite aus beschäftigen können, weil die Anzahl zu gering ist. Das heißt also, von der jüdischen Seite, wenn es etwas überzogen ist, und man muss ja oft künstlerisch oder parodistisch überziehen, wird es dann natürlich etwas als Nestbeschmutzung angeschaut, wie in jeder anderen Gruppe auch. Nach außen hin hat es ja auch eine gewisse Entlastung. Ich meine, wenn ein jüdischer Mensch Sachen von der internen jüdischen Gruppe aufgreift und aufspießt, dann bringt das für jeden Nichtjuden, für jeden nichtjüdischen Deutschen schon mal Entlastung, weil es sagt ja ein Jude und er sagt es nicht. Insofern ist man da gut raus und man lässt ja, das ist ja auch Gang und Gäbe hier, nicht nur jetzt in dem Bereich, über den wir sprechen, sondern auch gibt immer irgendwelche Juden, die verwendet werden, um Dinge zu benennen, weil sich ein Nichtjude nicht traut oder weil er Angst hat vor Antisemitismusvorwurf und so weiter. Haben Sie da Verständnis für, dass das Nichtjuden da sehr vorsichtig geworden sind? Also mir fällt zum Beispiel jetzt der Nockerberg ein, wo es hier den letzten Eklat gegeben hat und wo der eine oder andere sagt, das ist überzogen gewesen, das hat er gar nicht so gemeint. Dass da also eine zu große Angst auch da ist, Dinge anzusprechen, weil man die Gefahr sieht, als antisemitisch gesehen zu werden? Es gibt immer alles und es gibt immer nicht nur das eine und so. Es ist, ich glaube, es ist auch oft ein Problem, dass viele Leute so einfach nur um Effekte zu erzielen, ein besonders sensitives Thema aufgreifen und das ist immer Holocaust und das ist immer Juden. Man weiß, man kann damit immer Furore machen und man benutzt sozusagen die Geschichte nicht als Geschichte, wie sie gewesen ist, um über sie zu sprechen, sondern benutzt sie als ein Mittel, um was anderes zu erreichen. Man kann nicht, um einen Lacheffekt zu erzielen, sozusagen so
eigentlich unangebracht über diese Geschichte reden. Das geht nicht. Also da muss man schon so wahnsinnig gut sein, also auch künstlerisch, um sowas hinzukriegen. Das ist einfach ein wahnsinnig glitschiges Parkett für jeden Künstler, weil er muss inhaltlich gut sein und er muss auch die richtige Form finden. Und das misslingt meistens. Es ist gar nicht so sehr das Problem, ob einer was darf oder nicht. Er muss es nur können. Und wie erleben Sie den Kontakt zur nichtjüdischen Gesellschaft im Vergleich vor noch ein paar Jahrzehnten? Also ist es da ungezwungener geworden, Ihrer Meinung nach? Es hat sich vieles verändert. Erstens, weil die nachfolgenden Generationen natürlich nicht mehr mit dieser Schuld unmittelbar belastet sind, inwieweit sie die Verantwortung für das Erbe übernehmen, lässt sich schwer sagen. Es ist viel Ignoranz im Spiel und das macht ja den Umgang auf Anhieb erstmal leichter, weil das gar nicht überhaupt Thema wird oder weil das gar nicht auch rein gestisch oder physisch in die Kommunikation eingebracht wird. Früher, wenn einem Juden gegenübergestanden ist, dann war er oft schon so platt von der Tatsache, dass ihm ein jüdischer Mensch gegenübersteht, dass er schon sozusagen befangen war. Jetzt wird das gar nicht mehr in der Weise problematisiert, hat was Gutes, hat natürlich was nicht Gutes, wenn sozusagen dabei die Geschichte auf der Strecke bleibt. Wir müssen ja das mit uns tragen, damit wir irgendwie Dinge verhindern, und wir gelernt haben aus der Geschichte. Klar, das ist ja auch das, was der Max Mannheimer sagt, dass man also dieses Erinnern als Vorsicht für die Zukunft quasi nutzen soll. Und wenn man aber daran denkt, als diese Synagoge hier fertiggestellt wurde und eigentlich ja auch noch jetzt, das Interesse ist ja wahrlich ein sehr großes an dem jüdischen Leben. Ja, also ich sehe es ja auch täglich, kommen also wirklich sehr viele Besucher auch zu uns in die Literaturhandlung, gerade wenn sie jetzt hier aus der Synagogenführung herauskommen. Und ich bin auch der Meinung, dass da weiter dran gearbeitet werden muss, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Jetzt nicht nur, weil das Jüdische das Tollste oder sonst was wäre. Es ist ein gewisses Paradigma einfach aus der jüdischen Geschichte oder dem Umgang, wie Nichtjuden mit Juden umgegangen sind. Kann man ja sehr viel für das Zusammenleben verschiedenster Völker und Gruppen und so weiter lernen. Was ich in Ihrer Vita auch interessant finde, ist eben einfach, dass Sie die ersten Jahre ja eigentlich Jiddisch gesprochen haben. Sie haben ja gar nicht Deutsch gesprochen in dem Sinne. Und diese Verwandtschaft aber zwischen dem Jiddischen und dem Deutschen, das müssten Sie mal kurz erklären, weil das für viele ja eigentlich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Ja, ich bin bis zu meinem 7. Lebensjahr, obwohl ich in Deutschland ja geboren bin, nicht deutsch sprechend aufgewachsen. Meine Muttersprache ist das Jiddische. Und das Jiddische selbst ist ja ein Derivat des Mittelhochdeutschen, also ein Stamm kommt aus dem Mittelhochdeutschen heraus und ist ja deswegen sehr verwandt mit dem Deutschen. Das Problem ist nur, dass es ja immer eine gewisse andere Bedeutung hat. Das Jiddische hat noch sehr viel, wie es im Mittelhochdeutschen war, Bedeutungsvielfalt erhalten. Also, dass wenn ein Verb, gibt es nie nur in einer Bedeutung im Jiddischen. Je nachdem hat es verschiedene Bedeutungen. Also nehmen wir zum Beispiel heute, wenn Sie sagen, ich stelle Ihnen ein Paket zu, dann kommt einfach das Paket zu Ihnen. Yeah. Wenn Sie in Jiddisch, diese Bedeutung hat es auch, aber wenn Sie in Jiddisch zustellen sagen, bedeutet das, dass irgendein Typ kommt, der gar nicht gewollt ist und sich einfach dazustellt und irgendwie gar nicht gewollt ist. Also es hat immer mindestens eine Doppelbedeutung. Und ja, Das liebe ich so sehr auch an dieser Sprache. Also es verwundert, dass Sie zwar zum einen über die Zeit in dem Ort für Displaced People, in Deggendorf war das, dass natürlich, da war große Armut und das war schon, also von daher sicherlich alles relativ furchtbar, aber diese Zusammengehörigkeit, die Sie da beschreiben und die Sie da gespürt haben, die hat Ihnen doch viel gebracht.
Beschreiben Sie mal diese Zusammengehörigkeit, die Sie da empfunden haben. Also Sie müssen sich vorstellen, dass diese DP-Camps, also für Displaced Persons, diese Camps sind von den Alliierten eingerichtet nach dem Krieg, um einfach die Überlebenden und zusammenzubringen, um sie dann wohin auch immer sozusagen neu in eine neue Heimat zu bringen. Natürlich nicht eigentlich in Deutschland. 1948 wurden dann die meisten Lager aufgelöst mit der Entstehung des Staates Israel und ein Teil davon ist übrig geblieben, besonders in Süddeutschland, in der Nähe von München, in Wolfratshausen, genannt Föhrenwald, heute heißt der Ort Waldram. Und da bin ich dann aufgewachsen, in Deggendorf bin ich geboren und nachdem ein Lager nach dem anderen sich geschlossen hat, blieb dann Föhrenwald als letztes. Da haben nur Juden gelebt. Das war sozusagen nach außen hin relativ abgeschlossen. Also es gab zu den umliegenden Deutschen kaum Kontakt, so gut wie gar nicht. Und es war wie ein letzter Hauch eines jüdischen Städtels in Osteuropa, in Polen oder wo auch immer. Man hat nur Jiddisch geredet. Das Leben vollzog sich nach den Vorschriften der jüdischen Religionsgesetze. Also es gab keinen Sonntag, aber der Schabbat wurde eingehalten. An der Stelle, wie religiös sind Sie? Sind Sie religiös? Also ich bin sehr traditionell aufgewachsen. Bei uns zu Hause wurden die jüdischen Vorschriften alle eingehalten. Also zum Beispiel auch koscher gegessen. Wir sind regelmäßig in die Synagoge gegangen. Also das ist schon mein Fundament. Und das leben Sie auch bis heute so? Ich lebe es jetzt nicht in dem Maße so streng, wie das noch zu Lebzeiten meines Vaters war. Aber ich gehe nach wie vor in die Synagoge. Ich weiß, was das bedeutet, jüdisch zu sein. Weil, also ein Reich Ranitzky sagt ja von sich ganz klar, er ist nicht religiös. Nein, er ist atheistisch. Er glaubt an überhaupt nichts außerhalb sozusagen des Menschen. Trotzdem fühlt er sich natürlich dem jüdischen Leben sehr verbunden. Ja, und es gibt sozusagen innerhalb des Judentums alle möglichen Tendenzen und Formen, die es auch in der nichtjüdischen Gesellschaft gibt. Also es gibt die von den Strenggläubigen bis zu den Atheisten, die sich nur als Schicksalsgemeinschaft verstehen. Das ist ganz klar, aber für mich gilt, ehrlich gesagt, Judentum ohne Religion ist eigentlich nicht vorstellbar, weil das ganze Leben, so wie ein jüdisches Leben in der Praxis abläuft, hat die Wurzeln innerhalb der Religion. Wie sehen Sie eigentlich das Thema liberale Juden in Deutschland und auch hier in München? Da hat sich ja auch viel getan. Da ist eine zweite jüdische Gemeinde entstanden. Können Sie sich vorstellen, dass das irgendwann mal besser zusammengefügt wird, als es im Moment ist? Also ich würde mir das natürlich wünschen, weil ich denke, so viele sind wir nicht, dass wir uns Abspaltungen jeglicher Art leisten sollten. Und ich finde, das muss auch möglich sein, eine Vielfalt innerhalb einer Gemeinschaft zuzulassen und auch existieren zu lassen. Also meine Bestrebung würde in jedem Fall für die Zukunft dahingehen, zu sagen, egal welcher Couleur eine jüdische Gruppe innerhalb des Judentums ist, alle müssen unter einem Dach, wie es ja auch so heißt, in der Einheitsgemeinde zusammenfinden. Also würde ich mir wünschen. Wissen Sie, das ist jetzt relativ neu, dass das liberale Judentum entstanden ist, vielleicht ein Prozess der letzten 10 Jahre. Ja. Sie wissen ja immer, wie das machtpolitisch ist, wenn da kaum eine neue Gruppierung oder eine neue Partei auftaucht, die auch ein Stück vom Kuchen halt haben will. Die wird erstmal abgewehrt und da muss man sich einfach den Platz und die Bedeutung erkämpfen. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nur als eine Frage der Zeit. Das wird selbstverständlich kommen, weil ja auch mit der Zuwanderung aus Osteuropa viele, denke ich mir, Fuß fassen werden im liberalen Judentum, beziehungsweise also nicht den, es ist immer so missverständlich mit den Begriffen, also mit dem liberalen Judentum, weil sie
diese orthodoxen Gesetze und Regeln nicht in der Weise leben und gelebt haben. Und da ist es doch etwas einfacher. Können Sie sich sogar vielleicht eine liberale Synagoge in München vorstellen? Kann ich mir vorstellen, weil vorstellbar ist alles. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, es würde alles so gehen, dass man viel mehr zusammen macht und sich nicht abspaltet. Es gibt ja diesen herrlichen jüdischen Witz, den Sie sicher kennen. Da ist ein Schiffsbrüchiger und landet irgendwo auf einer Insel und dann sieht er eine Hütte da und denkt, aha, was ist das? Gut, dass ich was sehe. Und ein paar 50 Meter weiter nochmal so eine Hütte. Und dann geht er in die erste und ja, Mensch, Synagoge jetzt hier, wieso? Ja, also es kommen ja immer wieder welche. Und was ist das dann da drüben? Ja, das ist die Synagoge, wo man nicht hingeht. Also. Ja. Also es ist für Außenstehende nicht immer gleich verständlich, warum das so ist. Ja, also ich kann es nur machtpolitisch erklären. Ich sehe sonst überhaupt keinen Grund, dass wenn einer auch teilhaben möchte vom Gesamten, dann wird er vom Gesamten erstmal abgewehrt und dann muss man anfangen zu kämpfen. Ich meine, überlegen Sie zum Beispiel mal, das ist ein bisschen vielleicht kühner Vergleich, aber wenn ich mir vorstelle, als die Grünen da kamen und die Partei gegründet haben, wie war denn das? Die wurden doch auch irgendwie erstmal angeschaut als so ein paar Versprengte, die nicht mitmachen wollen bei dem und aufmotzen und merkwürdige Themen anschleppen, aber zum Schluss jetzt eine Regierungspartei geworden. Frau Salavander, wo Sie das jetzt also seit Jahrzehnten wirklich also hier in München verfolgen, das Thema, wie sich also die jüdische Gemeinde hier entwickelt hat. Was wäre jetzt abschließend als Frage von Ihnen der Wunsch, wie sich das jüdische Leben und das jüdische, nicht-jüdische Miteinander in den nächsten Jahren einfach weiterentwickeln soll? Also ich finde in erster Linie ganz wichtig, dass man in der Welt, in der man lebt, nicht irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt ist. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also das ist ein Dauerbrenner, wenn Sie so wollen, dass Juden frei und unangefochten und unangegriffen in Deutschland ihre Existenz leben können und der Druck von außen sozusagen sich endlich mal auflöst. Das wäre einfach so meine Wunschvision. Und nach innen her, dass das ein geordneter, zivilisierter Umgang mit den verschiedensten Strömungen innerhalb des Judentums gibt. Man kann nicht von einer Gesellschaft erwarten, dass sie den Juden gegenüber sozusagen tolerant, obwohl tolerant mag ich, das Wort mag ich gar nicht so gerne, weil es geht um Anerkennung und nicht um Gunst, sondern dann muss auch innerhalb des Judentums die Bandbreite der Anerkennung, für die Bandbreite die Anerkennung da sein. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke, Frau Salamander. Danke auch. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.